Yo Leute, Servus und herzlich willkommen, ja, mal wieder zu einem neuen Part Let's Play Metin2.de Teutonia. Heute nicht in gewohnter Let's Play-Manier oder auch nicht als Pixel-Mix, sage ich jetzt einfach mal, sondern heute ist es mal wieder ein live kommentierter Part. Also ich bin hier jetzt gerade auf dem neuen Kontinent, habe ich mich hier so hinpositioniert, irgendwo da so links oben in diesem kleinen Roboter hier. Ihr seht das bestimmt auch. Und heute soll es mal um die kleine Equipment-Show des Ninjas gehen. Den Krieger, dachte ich mir, lasse ich jetzt mal raus, weil der an sich nichts Krasses hat an EQ. Da kann man kurz überfliegen. Feuerschuhe, 1,5 TP, 10 Crit, HTA, 1,5 TP, 10 DB, 5 TPA, HTK, 2K, 10 Crit, Smagiesten 8, Titani 9, Mobrissi 9, Helm 9, Glefe 9. Ja, das war's. Also nichts Besonderes. Und deswegen zeige ich euch heute nur den Ninja. Ich hatte ja auf YouTube so eine Abstimmung gemacht, ob ihr lieber das Ganze als Mixtape haben wollt oder ob ihr das lieber als Let's Play haben wollt. Viele von euch haben abgestimmt, dass es nur ein Let's Play sein soll. Ich habe dieses kleine Mixtape aber trotzdem hochgeladen, für die, die es interessiert. Ist auf dem Socke-Kanal, wo ich ja gesagt habe, da kommen so ein paar kleine Clips. Da habe ich es hochgeladen. Ich verlinke es auch unten in der Videobeschreibung. Gerne auschecken, wenn ihr Bock drauf habt. Geht nur 2 Minuten 20, zieht es euch rein, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, ist ja, das Ganze auch okay. So, ja, wie gesagt, es steht jetzt halt hier so diese kleine Equipment-Show an. Ich habe jetzt hier mal meine Sachen hinplatziert. Würde es euch jetzt mal quasi kurz zeigen, würde ein bisschen was zu jedem EQ-Teil erzählen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Video jetzt halt groß lang wird. Also ich denke mal, das wird so vielleicht 4-5 Minuten sein. Ich wüsste jetzt auch keinen Grund, warum ich das jetzt hier groß in die Länge ziehen soll, weil jeden das EQ interessiert und nicht, ja, dass ich jetzt hier groß irgendwie den Text fülle. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt hier erstmal an. Und zwar, wir beginnen als erstes mal mit der Alchemie. Die schaut wie folgt aus. Also ich habe ja, ihr habt es im letzten Video gesehen, oder im vorletzten Video, glaube ich, war schon wieder, einen Stein geupgradet. Das ist natürlich hier mein Schmuckstück, sage ich jetzt mal. Er hat nur AW, DSS in Anführungszeichen, aber mythisch Brillirubin ist, denke ich mal, schon mal ein Upgrade zu einem Matten. Pusht auf jeden Fall krass den Damage. Also ihr seht schon, wenn wir hier anmachen mit Z-Boni, wir haben einfach 23% mehr DSS und 450 AW, dazu 15 Kraft, Feuer und Widerstand, Feuer und 15 Stärke. Also das ist auf jeden Fall ein krasses Teil. Machen wir aber auch gleich wieder aus, damit wir es nicht ja, verschwenden. Wir haben einen Dia drin, noch matt, mit Widerstand FKS und FKS, also Doppel-FKS. Wird früher oder später jetzt dann noch abgegradet zu einem Brilli. Wobei ich da halt am Überlegen bin, eigentlich würde mir ein Brilli mit nur Widerstand FKS reichen. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall drinnen. So, Onyx, das ist auch noch eine Baustelle, aber ich sage, der muss definitiv noch raus. Da ist nur Widerstand, Crit und Nahkampf abblocken. Also da muss ich gucken, dass ich auf jeden Fall einen mit Pfeilausweichen noch bekomme. Ab Loopy, bestenfalls Brilli. Aber mal gucken, was da das Young hergibt. Granat haben wir noch drin, in Matten, einfach für die TP, da ist jetzt nichts groß Besonderes dabei. Saphir haben wir drin, stark Krieger, stark Ninja, Abwehr, Lykana. Ja, juckt eigentlich nicht, ist halt einfach nur, ja, ist halt einfach nur da. Und ein Jade mit Doppel-TP, TPA, also einen perfekten Matten. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, TPA ist wild. Den, wie gesagt, muss ich auch noch früher, später, aber nochmal durch einen besseren ersetzen. Ja, so summa summarum, Alchi bis auf den Rubin eigentlich basic, geht auf jeden Fall aber jetzt halt langsam voran. Also der Rubin war schon ein wichtiger Schritt in Richtung besserem IQ, eine bessere Farmmöglichkeit. So, dann ja, kommen wir mal zur Alchemie, zum Equipment. Und ich würde sagen, ich fange einfach beim schlechtesten IQ-Teil an. Das wäre das Herrscherband hier. Ist nur ein 22% Band mit dem Phönix, mit dem Zodiac, nein, nicht 9, sondern Zodiac 8 drinnen. 8 DSS, ein Crit, einfach langsam ein Teufel, ist jetzt nicht das Krasseste, tut aber erstmal seinen Zweck, wird auf jeden Fall aber das nächste EQ-Teil sein, was ich versuche auszutauschen mit einem hoffentlich 25% Band mit Kraft Eis drinnen, mal gucken, müssen wir mal noch schauen. So, dann habe ich einen Helm, der hatte mir mal 50 oder 60 Tage Laufzeit, den habe ich eigentlich nur wegen den 8 Angriffsgeschwindigkeit, also habe ich einfach, ich glaube 4 Switcher drauf gedreht, dann waren da 8 AGS drauf. Einfach nur wegen der ZA-Phase in der Hydra und weil er zusammen mit Nazar 3% Mob als Z-Boni gibt. Das ist auf jeden Fall auch ganz nice. Oder auch in Kombination mit dem Kostüm. Ist eigentlich ganz nett. 3 Mob kann man immer mehr mitnehmen.
Ja, dann Rissa-Zahn durch Plus haben wir hier. Jetzt sind noch 15 Tage. Die müssen wir dann mal gucken, dass wir die bald verlängern. 10 Crit, 10 dB. Ist, denke ich mal, für die Hydra ganz okay. Den gleichen Skin habe ich auch für meinen Krieger. Also auch 10 Crit, 10 dB. Kann ich auf jeden Fall jedem der Hydra-Farm nur empfehlen, da auf doppelt Crit, doppelt, also Crit in dB zu gehen. Merkt ihr auf jeden Fall krass den Unterschied. Dann, ja, ein Pharaonengewand haben wir hier noch rumliegen. 29 Tage lang geht das jetzt halt aktuell noch. 1,5 TP, 10 TPA, 50 AW. Schade, dass es keine 3 Max-Bonis wären. Wäre natürlich nochmal viel besser gewesen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Das Kostüm habe ich irgendwie für 4 Won mit 3 Tagen Restzeit auf den Markt geschossen. Oder waren es 3 Won? Und für 3 Won 1,5 TP, 10 TPA, 50 AW zu kriegen, war schon, ja, ein Schnapper. Gut, dann geht's weiter mit den Zodiac-Dolchen. Die kennt ihr habt sie ja im letzten Up-Video gesehen. 41 DSS, 3 Crit, 3 dB, 6 Dex. Auf jeden Fall ziemlich geil. Ich habe auch jetzt nochmal 5 Segnungen draufgedreht und sind jetzt 25 AW Negativrang draufgekommen. Dachte ich mir, bis zur nächsten großen Happy Hour, beziehungsweise bis ich ein Band mit Negativrang habe, bleiben diese Bonis erstmal drauf, damit ich mich aggro stellen kann für diese 5% mehr Damage. 25 AW dazu ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Klar, wäre natürlich nice gewesen, wenn es mehr gewesen wäre. Aber es hätte auch Negativrang sein und stark Zodiac oder so ein Schmarrn. Von daher habe ich mir gedacht, es liest sich auch auf jeden Fall ziemlich geil. Ich lasse die Dolche erstmal so, wie gesagt, bis ich ein Band habe, wo ich dann Negativrang draufklatschen kann. Ja, dann haben wir meine Drachenkapuze 9. Boni 1 für 5 sind noch Crap. Also die drehe ich hin und wieder mal, wenn ich so einen B-Switch oder so habe, weil ich einfach Angriffsspeed plus irgendwas noch drauf haben möchte. Also ich habe da keinen speziellen Boni, den ich eigentlich drauf haben will, außer Angriffsspeed. Ja, 6. 7. Kraft Eis 50 AW ist, denke ich mal, für Hydra extrem nice. Klar, Kraft Eis hätte wieder mehr sein können, aber den habe ich auf den Markt geholt. Der war für 300 Won im Shop. Den habe ich direkt rausgeklickt, weil find mal erst einen Ninja Damage Shell mit 50 AW. Finde ich es meiner Meinung nach sehr rar. Generell 50 AW Q ist wieder sehr rar geworden, weil es halt viele Crap-Bonis gibt, die du noch reinswitchen kannst. Und ja, eine Sekunde Kraft Eis dazu ist, wie gesagt, nie verkehrt. Dann haben wir hier noch ein VWA, also ein Verwandlungsanzug 9. Das ist eigentlich auch so meine einzigste Rüstung, die ich aktuell jetzt noch habe. Meine anderen habe ich alle verkauft für Won. Ja, 2K TP, 50 TP, der 50 AW, 3 TPA, 6er, 7er, 40 AW, also 2K, 90 AW Rüstung. Überlege ich, ob ich es in Zukunft nochmal drehe, dass ich 50 AW kriege. Die wären auf jeden Fall nochmal nice, aber ich denke mal so, aktuell lasse ich die. Rüstung habe ich bekommen von Yaki. Gruß auf jeden Fall an dich raus, wenn du das Video siehst. Keine Ahnung. Fühl dich auf jeden Fall gegrüßt. Ja, dann ist hier mein Damage Titani. 10 Blocken, 6 Stärke, 8 Dex, 10 Teufel. 2 Kraft, Feuer, 50 AW natürlich. Ist, denke ich mal, ganz okay. Also 8 Dex pushen beim Ninja extrem rein. In Kombination 50 AW für die Hydra natürlich nice. 12 wäre natürlich wieder besser, 12 Dex, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, dann haben wir HTA, 1 KTP, 10 dB, 10 TPA, 50 AW. Das HTA kennt ihr ja aus dem vorvorletzten Video mit den 7 Segnungen. Selber gedreht, natürlich ziemlich geil. Der Nebenboni, also der 7. Boni ist jetzt halt nicht der geilste, aber ich denke mal, 50 AW dreht man auf jeden Fall nicht weg. So, dann haben wir hier noch die HTK, auch selber gedreht. 2 KTP, 50 AW. 10 Crit, war auch lucky, das waren 10 Segnungen. Also ich habe für diese beiden EQ-Teile zusammen, ich glaube, 17 Segnungen gebraucht, was meiner Meinung nach echt nicht viel ist. Nice Dinger, 150 TP noch dabei, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. 2K, 10 Crit, denke ich mal, Standard. Smuggy ist 8. Ja, das ist also auch noch so ein Projekt, was ich angehen muss. 1 bis 5 sind okay, sage ich mal. 10 Teufel, 20 Ochs, 10 Pfeil, 20 Tiere ist okay, auch im neuen Kontinent ganz okay. 350 TP und 35 AW müssten auf jeden Fall auch noch bessere irgendwann langfristig her, weil es halt 15 AW sind, die fehlen. Aber ich denke mal, so jetzt für aktuell tun die eigentlich ihren Zweck und ja, bis ich halt wieder Won habe und bis Magis im neuen mit 50 AW auf dem Markt sind, dauert es eh noch ein bisschen. Gut, dann den Handschuh. Handschuh habe ich letztens von Voodoo geholt, habe ich leider nicht aufgenommen. Also ich habe mit Voodoo getauscht, der hat mir den Handschuh gegeben. Ich habe ihm 95 Won dafür in die Hand gedrückt, 12 Dex, 10 TPA. Ist, denke ich mal, für Hydra und auf dem alten Kontinent auch ganz in Ordnung. Ja, dann Seelengürtel 6, nichts Besonderes. Mein Eistali plus 7 aktuell. Ich habe noch 20 Eistalis auf Tasche, aber ich habe noch keine magischen. Da muss ich mal gucken, dass ich den ab. Ich habe auch im letzten Video einen Kommentar gelesen, warum ich ein Eistali mit 20 Eis, 20 Dunkelheit hoch abbe.
Einfach aus dem Grund, ich muss ihn sowieso noch drehen auf 25 Eis, idealerweise noch 20 oder 25 Dunkelheit dazu oder Def. Von daher dachte ich mir, ist scheißegal, an dem Tali muss eh noch 6. oder 7. dazu und dann, ja, ist er quasi erst fertig. So, und dann kommen wir noch zuletzt zu meinen Feuerschuhen. 1,5 DP, 10 Crit, 50 AW, 1 Blut. Habe ich von Louis abgekauft für 190 Won, war, denke ich mal, auch ein ganz fairer Preis, vor allem für die Schuhe. War, denke ich mal, ein ganz guter Deal. Und ja, das war es eigentlich erstmal so mit meinem IQ. Und ja, wenn ihr das so zusammenzählt, also ich komme aktuell zusätzlich auf einem AW-Wert quasi von 50, 100, 190, was haben wir hier? Oder rechnen wir es anders, 100, 200, 300, 350, 390, was haben wir hier, 25, 390, 395, 415, 420, 450 AW zusätzlich durch 6. und 7., was natürlich im Ninja extrem ballert. Also ich, wenn ich hier Alchi anmache aktuell und hier noch ein Pet raushole, ach ja, Pet vielleicht auch noch, ist halt ein 62er Rasador, 93er Rasador. Ihr seht schon, wir kommen da auf ordentlich Damage, ohne jetzt halt hier irgendwie einen Push drin zu haben. Habe ich alles an die Q an? Ja. Also es ist schon krass so. Ja, das war das Ergebnis, sage ich jetzt mal, von den letzten 5 Monaten Farmen. Ich habe ja viel mit Khan Duo gefarmt. Ich farme jetzt mittlerweile viel Solo Hydra. Ich weiß gar nicht, wie viel Won das Ganze jetzt gefressen hat in Summe. Es war auf jeden Fall einiges. Aber ich bin jetzt auf dem Stand, wo ich sage, da kann ich eigentlich schon stolz drauf sein. Oder ja, ich würde mal sagen, mit diesen 50 AW-IQ-Teilen generell haben viele nicht so viel. Ich meine, klar, wie gesagt, hier ist noch ausbaufähig und die Rüstung und die Dolche und der Tali. Aber ich würde mal sagen, es ist im guten oberen Mittelfeld vom IQ-technischen her, was PVM angeht. Ohne jetzt halt groß irgendwie krass klingen zu wollen. Also, ich weiß nicht. So, dann war es das erste mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang oder zu kurz. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem IQ in die Kommentare. Was kann ich noch verbessern? Was kann ich besser? Wo kann ich zum Beispiel noch, ja, was würde sich eurer Meinung nach lohnen noch bei mir? Klar, Dolche, Ohrringe, aber wenn ihr sagt, hey, switch doch deine Ohrringe auf die und die Bonis, gerne rein damit. Nächster Schritt wird dann auch noch sein, Yuhara-IQ aufzubauen, also dieser ganze neue Schmuck fehlt mir noch, das wird auch nochmal eine Baustelle, aber da sammle ich hier schon fleißig Switcher und so Zeug. Und ja, dann würde ich sagen, wir ziehen das Video nicht in die Länge und bedanke mich auf jeden Fall für euer Zuhören, für euer Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar und ein Abo oder ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Kann ein bisschen dauern, ich habe keine Clips aktuell, also sorry. Ja, ich bin raus, bis dann, haut rein. Ciao, ciao.